Zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe mal wieder was eingekauft. ich mache bestimmt mal irgendwann wieder ein Bastelvideo, wo ihr mir einfach nur über die Schulter gucken könnt, aber jetzt im Moment mache ich es lieber so, dass ich euch erst zeige, was ich gekauft habe und dann zeige ich euch, was ich daraus gemacht habe, beziehungsweise, ja, zeige es euch einfach. Ich habe bestellt beim Stempelädle. Und zwar gibt es da von Impronte d'Autore ein neues Stempelset und das habe ich mir einfach geholt. Das ist jetzt nichts Großes. Aber ja, ich zeige euch erstmal die Goodies. Und zwar habe ich hier Lutschbonbons, Ingwer, Orangen, Minze. Ich finde das süß. Ist immer bloß eins ist drin. Ja, süß. So, und dann haben wir noch den Magneten, da habe ich jetzt schon relativ viele angehäuft. Der sieht jetzt im März so aus. Und dann habe ich mir das neue Distress Oxid bestellt, Salt Water Taffy. Ich habe es auch noch nicht ausgepackt, ne? Das mache ich dann noch. Es ist aber eine sehr schöne Farbe. Eigentlich wollte ich von den neuen Farben gar nicht alle kaufen oder so. Bis jetzt habe ich alle. Ah, stimmt nicht. Ich habe Speckled Egg nicht und ich habe Price Ribbon nicht, aber ich glaube, sonst habe ich alle genommen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja, Savage Patina habe ich, Kitsch Flamingo, Rustic Wilderness, Saltwater Taffy und Villainous Potion habe ich auch. Einfach nur, weil ich es schön fand. Und ja. Ja, macht für mich keinen Sinn, die alten nachzukaufen, deswegen kaufe ich die neuen, wenn sie rauskommen. So. Ich habe von den alten auch viele. Also, ne? So von denen, die es sonst gibt im Bestand, gibt es. Ne? Ich habe viele und ja. Ob ich sie alle benutze, ist immer fraglich. So. Dann habe ich das, das bei der letzten Release rausgekommen ist. Das ist das Bee. Sweet Bee heißt es. Ich finde das hübsch. Ich finde das Stempelset ist überdimensional groß. Also, ich habe ja meine Stempel in solchen Hüllen. Und für die Größe gibt es die Hüllen aber nicht. Also, ne, das wäre jetzt noch so schön, wenn das mal noch einer herstellen würde. Ja, bei dem Set sind die Sprüche auf Englisch. Ich habe aber auch Sets, da ist es Italienisch. Also, ich ja, kann mich entscheiden. Mir persönlich ist es ja egal eigentlich, weil so oft nehme ich die Sprüche aus den Sets eigentlich nicht. Aber wäre auf jeden Fall nett gewesen. Ich wurde angefixt mit den Bienen. Eigentlich wollte ich die Bienen gar nicht haben. Aber naja, gut. Weil beim letzten Mal habe ich die Waldelfen gekauft. Und was habe ich denn noch gekauft? Keine Ahnung. Ist ja egal, auf jeden Fall. Achso, wir haben hier immer noch so ein bisschen Broschüre mit dabei. Hier von Studio Light, Marianne Design oder Craft Emotions. Das ist immer sehr interessant. Ich blätter das gern durch, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier gibt es immer oder öfters mal viele interessante Sachen. Ne? Es gibt so Firmen, die hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man mal ehrlich ist. Und ja, da kann man immer mal durchblättern und ich finde das eigentlich ganz, ganz cool. Jo, und dann, das ist das neue Set. Das heißt Party Time. Also, ne? B-Day. Das ist in Englisch. Das andere ist alles Italienisch. Das ist auch nicht schlecht, ne? So. Also ich persönlich finde es schön. Die Größe ist toll. Man kann damit auf jeden Fall eine Karte füllen. Ich finde den Hund ganz total süß. Die Maus, das Küken, also das Häschen. Also einfach nur niedlich. Das ist einfach nur knuffig. Ich habe mich total, also die Clear Stamp Sets, die sind echt auch schön groß. Und von denen habe ich mir jetzt allerhand gekauft, von diesen großen Clear Stamp Sets, eben weil die so schön sind. Ich weiß gar nicht, ich hatte diese Firma gar nicht so. Also eigentlich machen die ja viel Gummistempel. Und aber eben, seit die diese großen Clear Stamp Sets machen, kaufe ich mir auch mal sowas. Das war's auch schon von Stempeledle. Ich sehe zu, dass ich das koloriert kriege und um euch dann im Anschluss noch was zu zeigen damit. Dann habe ich noch bei einer Firma bestellt, die heißt Easy Craft. Und zwar hat mich da die liebe Tinkerart drauf aufmerksam gemacht. Besser gesagt, haben wir übers Nachfüllen von den Illustratoren geredet und ich wollte sie ursprünglich nicht nachfüllen, also beziehungsweise ich habe sie ursprünglich, hatte ich keinen Nachfüller geplant zu kaufen, weil ich
Ja, weil es manchmal einfach einfacher war, einen Stift nachzubestellen, wenn ich mal ehrlich bin. So. Und da habe ich mir halt einen neuen Stift gekauft am Ende, wenn einer leer gewesen ist. Und jetzt bin ich aber auf den Trichter gekommen, dass es vielleicht einfacher ist, wenn man den Nachfüller kauft. Und da habe ich mir hier allerhand bestellt. Also der Preis ist okay. Also ich finde den okay. Ich glaube 6,99 € oder so für so einen Nachfüller. Und ich habe hier auf jeden Fall MG4, MB1, also so quer durch die Bank weg. Das sind die halt, die ich oft verwende. Ich hatte schon mal Nachfüller bestellt. Da hatte ich halt von diesen Gesichtstönen und ja, gelb und so hatte ich da halt bestellt, weil das ist halt das, was ich viel nutze. Und wenn ich es halt merke, es gibt halt Stifte, die nutze ich kaum. Da weiß ich natürlich auch nicht, ob die ausgetrocknet sind oder so. Das werde ich dann merken, wenn ich sie mal irgendwann wieder benutzen werde. Und ja, dann haben wir BT1, den nutze ich total gerne. TN2, den nehme ich sehr viel für Gesichtskontur auf jeden Fall. Und dann haben wir noch GY3. Das ist auch ein Favorit von mir. Also das ist so eine Farbe, die benutze ich bei Haaren, bei, weiß ich nicht, alles, was ich mit Gelb intensivieren möchte oder wo ich das Gelb intensivieren möchte. Übrigens sind die so staubig bei mir angekommen. Nur mal so nebenbei, dass wir da mal drüber geredet haben. Falls ihr das seht, dass das ein bisschen staubig ist. So. Dann ist mir bei meinem ersten Nachfüllversuch eines Stiftes, ist mir, wo habe ich denn den jetzt hingelegt? Das habe ich vorhin zu meinem Sohn gezeigt. Und ich habe es verlegt. Wo ist denn mein Filzstift hin? Ah, hier. Den hab ich in die Verpackung gelegt. Mir ist letztens beim Nachfüllversuch, also ich habe den nachgefüllt, aber mir ist die Spitze gerissen. Also ich habe mir die Spitze abgerissen. Die. Das ist die abgerissene und so sieht es ja eigentlich aus, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Auf jeden Fall habe ich mir das total schön abgerissen und ja, dann habe ich mir jetzt, also oder gleich, ich habe das gleich gemacht, als mir das passiert ist, habe ich sofort bestellt. Total geil, ne? Genau, da kann man nämlich Waschspitzen nachbestellen. Das finde ich übrigens auch cool. Ich habe das auch gleich zweimal, weil hier sind jeweils drei drin. Also ich habe dann drei Brush und drei solche Filzstiftspitzen. Und ich habe dann jetzt quasi sechs Brush und sechs Filzstiftspitzen. Ich habe sie mir auch noch nicht angeguckt. Schätze mal, dass das alles cool ist. Hier. So sieht das aus, wenn es zu einem kommt. Ich finde es gut, dass es das gibt, dass man das machen kann. Ich hatte das war mein zweiter Stift oder dritter Stift, den ich nachgefüllt habe. Und ich hatte schon geahnt, dass mir sowas wahrscheinlich mal passieren wird, weil ich ja manchmal ein bisschen delbsch bin. Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Wort was anfangen könnt. Dann hatte ich einen Fehler gemacht beim Bestellen. Und zwar wollte ich Einzelstifte bestellen. Ich habe das letzte Mal schon Einzelstifte bestellt. Es hat alles super geklappt. Ich weiß gar nicht, was ich da diesmal falsch gemacht habe. Auf jeden Fall wollte ich den TB9 haben. Den habe ich jetzt auch. Das ist ein Einzelstift. Und den TB5. So. So weit, so gut. Jetzt habe ich aber hier TB9, TB5, ne? Und dann habe ich die nochmal als Dreierpacks. Und nein, ich habe dafür nicht mehr bezahlt. Also das glaube ich zumindest nicht. Also ich habe es nicht, also wenn, dann habe ich es nicht gemerkt. Aber ich habe auf meiner Bestellbestätigung die beiden nicht gefunden. Und die haben sie mir wie Einzelstifte berechnet. Also, ne, keine Ahnung. Na, auf jeden Fall habe ich jetzt auf jeden Fall viermal TB5 und viermal TB9. Geil, ne? Ich wusste auch nicht, dass es die als Dreier-Sets gibt. Also ich habe das vorhin schon mal aufgemacht und habe geguckt. Aber, und die sind nämlich alle nochmal einzeln eingeschweißt. Also die sind wirklich neu, ne? Die sind alle eingeschweißt. Und es ist halt, aber ich frage mich immer noch, warum Spektrum Noir Dreierpacks mit ein und derselben Farbe herstellt. Das frage ich mich die ganze Zeit. Also, ne? Ich habe jetzt auf jeden Fall zwei Dreierpacks und noch die Einzelstifte dazu. Also brauche ich mir erstmal für die Stifte keine Nachfüller kaufen. Weil nämlich meistens ist der Stift. Ich habe jetzt, und zwar habe ich TB9 aus dem Grund gekauft. Das ist ja eigentlich der dunkelste von dem Blau. Den habe ich glaube, in keinem Stift drin. Also ich habe den nicht im Illustrator. Nee, da ist TB8 der dunkelste. Und hier, ah nee, hier ist TB9 drin. Aber bei zum Beispiel dem dunkelsten BT,
BT9, da ist der Illustrator dunkler wie der BT9, der im Triblend drin ist. Das werde ich leider versprechen. Der ist dunkler. Und deswegen wollte ich unbedingt das dunkelste Blau noch haben, weil ich denke, dass der nämlich auch dunkler ist. Schauen wir mal, dann sehen wir es schon. Ne? Das ist das. Und dann, einfach der Vollständigkeit halber, habe ich mir noch Noir Black mitbestellt. Ja, ich habe das Memento-Stempelkissen. Das benutze ich auch total gerne, aber ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr so saftig ist. Und da habe ich mir jetzt einfach das Stempelkissen nachfüllen, ist auch nicht so mein Fall. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich ja, kaufe da lieber das. Und das ist eigentlich, ich finde das gut. Ne, das ist halt auch, das ist eigentlich das gleiche wie das Memento, nur ein bisschen rund und es war auch nicht teuer. Also von daher habe ich gedacht, komm, nimmst du gleich mal noch mit, ne? Ja, ihr Lieben, das war es jetzt erstmal. Und ich werde zusehen, dass ich euch auf jeden Fall eine Karte mit den Bienen oder mit den Geburtstags, mit den Party-Time-Set zeige. Also das machen wir jetzt auf jeden Fall im Anschluss. Na, dann bis gleich. Ja, ich habe mich spontan entschieden, euch zu zeigen, wie ich die Bienen koloriert habe. Also, und dann habe ich mich weiterhin spontan entschieden, dass ich mit euch ein schnelles Kärtchen mache dazu. Und da habe ich die von MFT diese tolle Stanze verwendet, wo es ja auch diesen geilen Stencil dazu gibt. Da habe ich jetzt den Stencil und die Stanze und ich finde das total schön in der Kombination, das musste ich gleich probieren. Der Stencil mit den Waben, der ist übrigens von JM Kreation. Der kommt sehr gut, also ja, den habe ich ja bei Jutta gekauft und also Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet, aber ja, wir machen das jetzt einfach. Ja, und da stenzel ich da so eine Runde schön vor mich hin und habe halt so ein schönes wie Mangogelb, also das ist so ein Gelb, was so ein bisschen dunkler ist, das geht fast ins Orange, finde ich, aber das ist eine sehr schöne Farbe. Distrusoxide weiß ich jetzt gerade gar nicht, glaube ich nehme Wild Honey und Rusty Hinge oder so. Ja, und da splatter ich da so eine Runde rum. Das macht das immer noch interessanter, wenn du gestencelt hast und du machst da mit denselben Farben noch so ein paar Kleckse drauf. Und ja, je kleiner der Pinsel ist, desto feiner die Kleckse und je größer der Pinsel ist, desto größer die Kleckse, ne? Dann habe ich mir überlegt, hier ist ein Wabenstempel von auch JM Kreation und ich habe mir überlegt, ich embosse Waben. Also beziehungsweise, da habe ich es jetzt erstmal drauf gestempelt. Mit Terracotta, das ist von Stampin' Up, das ist so, weiß nicht, sieht halt Terracotta aus, ja. Rostiges, ja, rostfarben so, ja. Und ja, da habe ich halt so schön drauf gestempelt mit den Farben. Und dann habe ich mir aber noch überlegt, ja, ich stencil jetzt noch einmal und siehst du, das kann man genau drauflegen. Das ist das Ausgestanzte und das ist der Stencil. Man kann genau, ich meine mal gut, man könnte auch einfach nur die Stanze kaufen und sich den Stencil dann damit selber basteln. Ist möglich. Ich hatte aber den Stencil zuerst und habe mir das mit der Stanze hinterher erst überlegt. Ja, dann habe ich das ein bisschen kompliziert gemacht, aber ja, okay. Weil die Aufleger genau aufeinander abgestimmt waren und da habe ich gedacht, okay, dass ich jetzt nicht hier verrutsche, mache ich das gleich so. Und da habe ich einfach die Kanten ein bisschen intensiviert, weil nur die sieht, weil die sieht man ja dann auch mehr. Und gerade wenn man mit Orange arbeitet, da muss man dann noch sehen, dass man das ein bisschen intensiviert. Und deswegen bin ich dann mit den dunkleren Rusty Hinge nochmal drüber gegangen. Und das sah tatsächlich jetzt für mich auch stimmiger aus. Und ja. Ja, jetzt habe ich mich entschieden, dass ich noch was anderes machen möchte. Genau, ich embosse jetzt das Bee in Gold, weil ich finde, das Bee mit Gold und Orange, das passt auch gut zusammen.
Jetzt hatte ich mich halt auch noch entschieden, dass ich doch auf die Karte an sich noch ein bisschen die Waben embosse in Gold, damit das alles einfach noch stimmiger wird. Und ja, das hat für mich super gut gepasst und ich finde den Schimmer total schön. Und ja, dann hatte ich mich entschieden, dass ich das Außen auch noch einmal mache. Dann habe ich natürlich noch den Spruch vollendet, weil nur B geht ja nicht. Natürlich ist das jetzt auch Auffassungssache, wie man das jetzt nimmt, ob das B als Birth heißen soll, dass es wie Happy Birthday sein soll am Ende oder wie man das halt interpretiert, ne? Also ich schätze schon, dass Happy B Day in dem Moment der Birthday ist. Also es ist eine Geburtstagskarte auf jeden Fall. Deswegen auch Happy B-Day. Also ich finde es schön. Ich hatte das ja noch in dem Terrakotta gestempelt, ne? Einfach so. Ich wollte dann nichts mehr embossen, weil ich hatte ja schon sehr, sehr viel embossed auf der Karte. Und ja, jetzt mache ich die Kleber drauf und dann kleben wir das auf. Und dann kleben wir auch schon den Aufleger da drauf. Also eigentlich kleben wir den Rahmen auf den Aufleger. Es ist ein Rahmen. Und ja, dann tue ich einfach nur noch die Bienen anordnen und den Bienenstock. In dem Moment, wobei der ein bisschen klein ist für diese riesigen Bienen, so ein kleiner Bienenstock, okay. Wie wollen die jemals durch das Loch passen? Aber ist ja auch nicht so schlimm. Auf jeden Fall erhöhe ich die wieder mit Foampads, ja. Und im Anschluss seht ihr dann noch das fertige Bild von der fertigen Karte. Und ich hoffe, euch hat das gefallen, diese Mischung aus Einkauf und dann gleich ein Watch Me hinten dran. Ich hoffe, das gefällt euch. Und ja, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert gerne meinen Kanal, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.